Mir kam ein Begriff in den Sinn. Toxische Gedanken. Toxische Gedanken, also giftige Gedanken. Gedanken, die Gift in sich tragen. Ich habe darüber nachgedacht, das ist wirklich interessant. Viele Dinge, die wir denken, haben tatsächlich Gift in sich. Die sind selbstzerstörerisch. Die sind negativ. Die entfalten ihr Gift in uns. Weißt du, die Bibel spricht davon, dass es feurige Pfeile gibt. Das sind feurige Pfeile, die auf uns abgeschossen werden. Und wenn die uns treffen, dann setzen die ihr Gift, ihr Feuer in uns frei. Das sind Gedanken. Es geht da um Gedanken. Es geht um Gedanken vom Feind, Gedanken, die negativ sind, die zerstörerisch sind. Und vielleicht hast du in deinem Leben toxische Gedanken. Vielleicht sogar ganze toxische Gedankenstrukturen. Sorge, Angst, Minderwertigkeit, irgendwelche Selbstzweifel, Selbstanklage, irgendwelche Stimmen, die auf dich einreden und die Gift in dir freisetzen. Letztlich Stimmen, die dich zerstören wollen. Das meine ich mit diesen toxischen Gedanken. Dinge, die nicht gut sind. Wenn du merkst, dass so etwas kommt, wie angeflogen, wie gesagt, die Bibel spricht von Pfeilen, dann raus damit, sofort raus damit, sofort ausreißen, im Bild gesprochen, damit das gar nicht erst das Gift entfalten kann, dass das Feuer erst gar nicht freigesetzt wird. Wie geschieht das? Indem du dich auf das Wort Gottes stellst, indem du das Wort Gottes proklamierst, indem du die Wahrheiten des Wortes Gottes über dir aussprichst und indem du diese Dinge zurückweist. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Richter, das heißt, das beurteilt, das kann dir helfen zu beurteilen, was da für Gedanken sind, was da für Gesinnungen sind, die in deinem Inneren sind, ob die wirklich gut sind, ob die gottgemäß sind oder ob die eben zerstörerisch sind, toxisch. Das Wort Gottes hilft dir, die Dinge richtig zu beurteilen, sie richten zu können. Dass du sagst, das denke ich nicht. Du brauchst nicht alles denken, was dir in den Sinn kommt. Analysiere doch einfach mal dein Denken. Was denkst du so den ganzen Tag über? Ist das wirklich das, wo du dich hinbewegen willst? Ist es wirklich das, wo du sagst, okay, das ist vom Herrn? Oder sind da eben diese zerstörerischen, toxischen, giftigen Dinge, die irgendwie in deinem Inneren Unruhe bringen, Feuer bringen, dich in Not bringen? Einfach dich belasten. Dann ist es Zeit, dich mit dem Wort Gottes immer mehr zu beschäftigen und die Wahrheiten des Wortes Gottes über das zu setzen, was dir da in dein Denken kommt. Denn das Wort Gottes ist es, was dich freimachen kann von allem falschen Denken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, uns mit den Wahrheiten des Wortes Gottes immer mehr füllen. Und so heißt es in Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist es, was wir brauchen, dass unsere Gedanken in Jesus bewahrt sind, dass wir in dem Frieden Gottes sind. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass alle toxischen Gedanken aus deinem Leben verschwinden und dass du so denkst, wie Gott denkt. Dass du auch so über dich denkst, wie Gott über dich denkt. Und dass du weißt, Gott hat mehr für dich.